Hallo liebe Bastler! So, die Gewinnauslosung ist gemacht und jetzt sage ich Ihnen, wer die Sieger sind. Gut, meine Lieben, bevor ich jetzt loslege und die Sieger verkünde, möchte ich Ihnen gerne nur sagen, was denn meine Zweitplatzierten, also es sind ja drei Zweitplatzierte, was die bekommen, und zwar die bekommen ein Bastelmaterial, Bastelpaket. So, unter Anführungszeichen. Es wird drinnen sein ein bisschen Designerpapier, ein bisschen farbiger Farbkarton passend zum Designerpapier, eine Packung von den Doilies, die kann man immer super brauchen, ein bisschen Klimbim und ja, das schicke ich Ihnen dann sehr gern zu. Das ist jetzt eine Musterpackung, aber ungefähr so in der Art und in der Größe wird es circa ausschauen. Also meine drei Zweitplatzierten werden so ein Bastelpaket bekommen und jetzt schauen wir uns gleich an, wer aus über 200 Kommentaren, das ist ja so unfassbar, wer da gewonnen hat. Und zwar sind meine drei Zweitplatzierten die Frau Antonia Schmidt, die Frau Miss Fruchteis und die Frau Barbara Fassbinder-Hui. Ich hoffe, man sagt das so, Frau Fassbinder-Hui. Ich habe es leider nicht genau gewusst. Jedenfalls, Gratulation! Juhu! Sie sind Gewinner eines Bastelpakets. Ich werde Ihnen am späteren Nachmittag heute auf Ihre Kommentare Antwort geben und bitte Sie mir einfach innerhalb der nächsten 7 Tage per E-Mail Ihre Adresse zukommen zu lassen, so dass ich Ihnen Ihren Gewinn dann auch zusenden kann. Wenn Sie das innerhalb der nächsten 7 Tage nicht machen, dann muss ich leider einen Nachfolger auslosen, dann haben Sie die Chance verpasst, sich zu melden sozusagen. Also bitte nicht warten, geben Sie mir gleich Bescheid, dass Sie Gewinner sind. Das wäre ganz, ganz wunderbar. Schön, so viel zu dem. Und jetzt kommen wir zu unserem Platz 1. Leider habe ich die Ablagesysteme noch nicht zugesendet bekommen von Stampin' Up. Ich hätte sie ja jetzt gerne mal in die Kamera gehalten und Ihnen erzählt, wie es sich jetzt in Natura anfühlt, aber ich warte selber ganz hart drauf. Sie sind leider noch nicht da. Ich vermute mal Montag oder Dienstag, naja, wie auch immer. Jedenfalls, ich muss mich noch ein bisschen gedulden, damit kann ich wieder nur das Symbolbild zeigen. Aber Sie wissen ja, es ist ein Gewinn aus unserer neuen Serie und diesen Gewinn räumt ab die Frau Carina V. Liebe Carina, auch für Sie gilt dasselbe. Ich gebe Ihnen auf Ihr Kommentar Antwort. Damit wissen Sie, dass Sie gemeint sind, dass Sie die Siegerin sind. Und bitte auch Sie, mir innerhalb der nächsten 7 Tage Ihre Adresse zukommen zu lassen, damit ich Ihnen Ihren Gewinn zusenden kann. Sollte es wieder erwartend, ihr wart's echt nicht, es war noch nie der Fall, aber sollte es so sein, dass jemand neuer nachgelost werden muss, dann haben die ursprünglichen Gewinner natürlich keinen Anspruch mehr auf ihren Gewinn. Also der verfolgt wirklich noch die 7 Tage und zwar ersatzlos. Gut, in diesem Sinn bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich für die unglaublich vielen lieben Kommentare, für das Mutmachen, so weiterzumachen, auch für die Wünsche, die geäußert worden sind. Ich werde eben meine Videos mit einfließen lassen und aufnehmen und werde nur meine Schulden einlösen von angekündigten Projekten, die ich aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft habe. Aber sie stehen auf meiner Liste. Ich sage nur Stemperatus. Und da kommt noch einiges. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich mitgemacht haben und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wer jetzt nicht gewonnen hat, nicht traurig sein. Ich schätze, es wird bald einmal wieder ein neues Gewinnspiel kommen. In diesem Sinne, tschüss, baba und bis zum nächsten Mal.